wir haben vor kurzem das Audimax besetzt und mit Verlaub, wir haben 2,7 Milliarden Studierende. Dort wählen nur ganz wenige, nämlich 20 SPÖ und ÖVP. Die beiden sind dran, sie sollen eine Entscheidung treffen gegen die Bologna-Struktur. Mein Ziel ist es, dass wir freies, selbstbestimmtes Lernen ohne Konkurrenzdruck haben. Im Übrigen gibt es ja immer wieder und in regelmäßigen Abständen eine Demonstration gegen Bachelor und Master. Das gilt es sicherzustellen. Wir haben weitgehend auch die Kronenzeitung abgeschafft. Tut mir ein bisschen schwer, nahezu mit jedem einzelnen Teil der Regierung. Dort gibt es sehr diffuse Kanzler und Vizekanzler. Die Frage ist, was sind eigentlich die Themen, die die Herren beschäftigen? Und dann schauen wir weiter.